Hallihallo, ihr Lieben, und willkommen zurück im Wald, um genau zu sein, Richwackwald. Wir sind schon im östlichen Teil und müssen uns jetzt hier, ein wenig durchschlagen und schauen da mal, was wir hier noch so finden. Okay, das ist wieder jetzt hier mit Teleportation. Werden wir erst einmal hier schauen, das ist nämlich eine Sackgasse, wenn ich das richtig sehe. Genau. Ist aber eine... What's that? Ranken um den verdorrten Baum. Ich wollte schon sagen, es ist eine... The poor thing. Ja, das wollte ich sagen. Looks normal enough to me. But the tree, because of the ivy, it... It's dead. The ivy used the tree for its own growth. But in the process, it blocked the light and the tree withered and died. Yes, that's kind of how nature works. But it's so sad. Oh. Wait, you're not thinking about how it goes between seraphim and shepherds, are you? Yes. Huh? How naive can you be? I know it in my head, but... Ugh, you're a prime lord. You should be stronger than this. Yes, I know. If Sarai withered and died, it'd be your fault. Very much so. Then why don't you switch up your metaphor? Be the tree instead, who selflessly supported her viney companion to the very end. The shepherd's a flower, and he needs you in order to bloom. Yes. Huh? She's trying to cheer you up, Lila. Keep your footnotes out of my speech, thanks. Guess we... Ach, Edna ist toll. Widerstand, dann können wir das so lassen. Ich wollte irgendwas gesagt haben. Ich dachte, diese Sackgasse wäre eine Irrführ-Sackgasse. Was für mich bedeuten würde, es sollte nur so aussehen, als geht's da lang. Da geht's aber nicht lang, aber wir haben doch was gefunden. Also war es nicht rein irreführend, sondern tatsächlich auch... Oh. Hat es etwas versteckt. Ey, der läuft einfach von mir weg. Stimmt, dass es diese Befehle gibt, vergesse ich auch immer. Ich benutze sie nur manchmal aus Versehen, weil ich die Kamera drehen will, aber das funktioniert mit dem Stick dann natürlich nicht. Ach, schon wieder die falsche. Ich muss ja das hier nehmen. Nein, das lassen wir mal schön bleiben. Let's do some fortune telling. Please, pick one. No way. I don't believe in that stuff, is what Rose would say. Rose is indeed quite down to earth. Hey, ask me. I do believe in that stuff, you know? Ich mag's immer noch, auch wenn ich es ein bisschen verwirrend finde, aber ich mag's immer noch. Ausrüstungsfertigkeit erhöht. Ach, eine Sache, genau, die könnte ich noch anfügen. Ich wurde mal lieber vom lieben Watchman darauf hingewiesen, dass ich einen Denkfehler habe. Beziehungsweise er hat es so nicht gesagt, aber er hat mich im Prinzip darauf hingewiesen, weil... Das müssen wir nämlich auch direkt mal nachschauen. Was haben wir denn hier schon wieder neu? Hab ich jetzt gerade drüber gescrollt und deswegen steht nicht mehr neu dran. Ja, cool. Todeszorn. Bei mit KP, ne? Verringert die benötigte SA für jede Figur um 1, jedoch nur ein einziges Mal. Aber die hatten wir schon letztes Mal, oder? Oder war das das? Naja, das hatten wir, glaube ich, nicht letztes Mal. Aber wir können es uns nicht leisten. Also, worauf ich hingewiesen wurde, dass, da bin ich einem Trugschluss aufgesessen. Arts lernen die Charaktere, ja, aber nicht aufgrund von Levelaufstiegen, sondern aufgrund von Titelaufstiegen. Das heißt, den Titel zu ändern, führt dazu, dass sie weiter Titel lernen können. Rose zum Beispiel ist eine Doppelschwertfechterin, die wird, also... Ich meine, hä? Aber irgendwas stimmt doch da nicht ganz. Wenn hier doch auch bei dem Titel dran steht, nächstes Art Blutgewitter. Also ich habe das Prinzip noch immer nicht ganz verstanden. Auf jeden Fall, sie hat schon zwei Skills voll. Zwei Titel voll, dann nehmen wir jetzt doch noch andere Titel. Aber das, also, das finde ich jetzt merkwürdig, dass da jetzt nächstes Art Blutgewitter steht. Geben wir Fokus.
Unser Vied ist nicht voll vom Titel her. Also irgendwas. Also mir wurde gesagt, dass es vom Titel abhängt. Aber das kommt mir jetzt gerade wieder komisch vor. Keine Ahnung, da könnt ihr mir ja nochmal Aufschluss drüber geben, weil wenn auch bei einem vollen Titel dran steht, dass das nächste Art genau das ist. Aber ich weiß natürlich auch nicht genau, ob man quasi bei jedem Titelaufstieg dann das nächste Art erst bekommt und sich das nächste Art aber nicht großartig ändert. Wobei ich ja schon gesehen habe, dass ein anderer Titel auch ein anderes Art hervorbringen kann. Ich verstehe es alles nicht. I've prepared the bottles. Ist mir alles zu hoch, aber nochmal in die Titel schauen und die Titel ändern, weil ein Titel maximal ist, ist denke ich mal trotzdem gut. So, davon bin ich überzeugt. Sehr schön, Layla. Ah, da habe ich nicht rechtzeitig getroffen, egal. Ja, komm. Jo. Ach du meine Güte, jetzt wollen sie es mich aber wieder, wa? So, na komm schon. So, also gegen den hilft es sowieso nichts. Wow, die hauen aber wieder rein, Alter. Kriegen echt viel Rang bei sowas. Wir haben jetzt schon zweimal kurz hintereinander 17 Rang bekommen. Na gut, so, jetzt hätten wir mal eben hier... Ach, das war wieder die falsche Taste. Ich habe beim Drücken nach links geschaut und damit quasi gesehen, dass ich was Falsches gedrückt habe. Das ist auch schön. So, Schokopudding... Das man nicht so als im Wald findet, ne? Und Traubengummis, die werden jetzt anscheinend auch sehr häufig. Was leider auch vermuten lässt, dass wir die wohl irgendwann mal demnächst irgendwie brauchen werden. Oh Mann. Oh Mann. Ich habe schon wieder vergessen, was die Tiegel einem bringen. Bringen die Tiegel auch solche Kugeln? Jawohl, schön hier mitten rein. Jawohl. Ach, meine Güte, also jetzt heute haben sie es aber auch, oder? So, jetzt möchte ich aber da drüben nochmal. Dann möchte ich jetzt mal da. Aua. Also ich krieg denen auch kaum Schaden reingedrückt, aber es sind Caster, deswegen würde ich jetzt ungern amortisieren. Vor allem kostet das immer so viel SA, wenn man dauernd amortisiert. Sagte ich und Rose wurde amortisierte. Was? Das funktioniert? Die waren hinter der... Ach du meine Güte, die waren hinter der Wand. Man, you're pretty strong, Zavid. Well, you know what they say. You can never be too strong. Tja, ist was Wahres dran. Irgendwie. Wobei es da bestimmt auch wieder Ausnahmen gibt. Wollen wir mal jetzt nicht abstreiten, dass das so ist. So, dann haben wir hier einen neuen Speicherstand. Well, well, here comes trouble. Gebt doch mal auf, Mann. So, komm schon. Purification complete. Jawohl. Ja, also da ist ein großes Ding, das wir dann mal angreifen werden, aber vorerst... Oh, schon wieder. Irgendwie habe ich... Das, ach da, ich weiß nicht, woran das liegt, dass ich jetzt schon wieder nach links gedrückt habe. Ich habe im Kampf nach
Rechts Erde und nach links Wind. Ja, ergibt Sinn. Was? Keine Ahnung. Vielleicht, weil ich eben links und rechts quasi Wind gespeichert und Wind und Erde gespeichert habe und aber Wind rechts weiß. Also das ist tatsächlich sehr viel näher in meinem Gedächtnis, weil ich das so oft brauche. Habe ich dann Erde automatisch quasi gegenüber, wegen den, ne, Gegenteil und sowas. Ja, ich rede mich nur raus, ist ja gut. Ich bin dumm. Haben wir es jetzt mal offiziell gesagt? Könnt mich gerne zitieren, aber bitte wörtlich. Dann klingt so, als würdet ihr, hättet ihr gesagt, ihr wärt dumm. Hehe. Ausgetrickst. Ja, das wird ja easy. Self-explanatorily huge. I see. Were you hoping to explain? It's over. Ist aber kein Caster, richtig? Aua, jetzt bin ich da reingehüpft. Jawohl, der Pfeilsturm ist schön. So. Na, wir haben ihn auf jeden Fall schon mal gut was abgezogen. So, demnächst kommt dann auch nochmal, werde ich nochmal so einen Verbannungsstoß, heißt das Ding ja, glaube ich, machen. Ich habe mit Miklio zusammen aber echt wenig Fokus, kann das sein? Oder ich verbrauche das, die SK echt sehr, sehr schnell. Ich habe immer das Gefühl, ich muss sehr, sehr lange warten. Nein! Was passiert jetzt gerade eigentlich? Ach, ich wähle noch ein Ziel aus. Genau. So, dann gucken wir doch mal. Jawohl, nur noch 3000, das geht eigentlich ganz gut. Ja, machen wir es doch nochmal. Ich meine, 400 ist ja schon mal nicht schlecht. Und wenn ihr zwei den da vorne ein bisschen ablenkt, hat er nur noch 154. Okay, weitere Levelaufstiege. Details. Mächtigen Gegner ohne Objekte, Levelaufstieg, Levelaufstieg, neues Art für Savit. Lachs doch. Vielleicht hat es einfach nur bei ihm was länger gedauert. Anormale Kugel, Kenntnisse zum Titel. This place is a lot more dangerous than I thought. We need to find him. Quick. What was that? Are you that archaeologist? You just cut through those walking stones! It's not like that. It's called a heli- Stay away from me, you monster! What's the deal? We came to save you! We're really after the iris gem. True, but Sarai isn't just about that. Hey. Well, at least he's okay. Yeah, I guess. But still! Look, there's the Earth in Historia. That researcher dropped it. Well, well, looks like we got a souvenir out of it. Is this really okay? Of course it's all right. Ja, naja, Menschen reagieren ein bisschen komisch drauf, wenn, ne, und so. Deswegen nehmen wir uns jetzt einfach den grünen Irisstein Sia. Dem General wird schließlich bewusst, dass er all seine Menschlichkeit verloren hat. Mit einem lauten Schrei wird Heldalf, der Herrscher des Unheils, geboren. Okay, das habe ich tatsächlich nicht kommen sehen. Aber aufgrund der grünen Irissteine wissen wir jetzt, wer Heldalf ist, beziehungsweise wo er herkommt. Was ihn zu dem machte, was er heute ist.
And that was the moment that Heldulf, the Lord of Calamity, was born. He was a human being once, just like us. Unbelievable as it is. Yes, he may have been a cold military leader, but he had genuine love for his family. How could someone like him turn into the Lord of Calamity? Well, he did lose his family. I don't know. It felt like, more than anything that happened to him, the transformation was born of his own resolve. Could be. It's probably not anything we can ever truly understand. But I can tell this much. Heldulf finally gave up. He couldn't fight back any longer. Ja. Ich denke, was Soray gesagt hat, ist wieder wichtig. Es ist auch übertragbar. Man wird es niemals komplett verstehen, glaube ich, oder sowas in der Richtung, hat er gesagt. Zumindest ist das auch meine Interpretation. Wir werden es niemals so komplett verstehen können, genau wie man einen anderen Menschen wahrscheinlich niemals komplett verstehen kann. Jeder, der das behauptet, liegt, glaube ich, falsch. Man kann Menschen, glaube ich, schon sehr gut verstehen, wenn man die Fähigkeiten dafür hat, wenn man die Hintergründe kennt etc., kann man sehr, sehr viel sehr, sehr gut verstehen, aber alles komplett, bis aufs kleinste Detail eines Menschen zu verstehen, ist, glaube ich, meiner Meinung nach zumindest unmöglich. Egal, wie gut man einen Menschen kennt. Ich meine, das merkt man ja schon daran, dass jemand, der sich selbst das ganze Leben lang ja quasi kennt, sich oft selbst nicht komplett verstehen kann. All those Hellions sure looked alike. They all looked the same to you? Each Hellion. Ja. Die Hellions. So, aber dann haben wir auch diesen Stein. Da oben geht's zum Häftlingstauschsumpf. Ja, dann gehen wir da wieder hin. Moment. Südwesten, Osten. Das passt gerade 3D-mäßig nicht in meinen Kopf, was da, wie diese Karte aufgebaut ist. Wir kamen doch dann unten links irgendwo raus. Vielleicht habe ich ein Zwischenstück vergessen. Das kann natürlich sein. Also als ich die Folge angefangen habe, startete ich unten links in der Ecke. Und so kann es ja irgendwo nicht sein, dass ich nach unten links gegangen bin und da rauskam. Also. Too bad though. We didn't get to hear his stories about the ruins. It's all right. Even if we'd have met with him, he probably wouldn't have listened to your ideas. It's fine. But what we know is based on our own thoughts, after experimenting firsthand. Even if our conclusions are different. I'll say. Hey! Quit lollygagging, you nerds! Rose is still mad at us. You know it's because she cares. I know. I'm cool with it. You guys are quite a team. Come on! Put some hustle into it! Coming! Auch schön, dass einfach alle, also so hab ich's noch im Kopf, dass alle weitergelaufen sind und die beiden bleiben stehen und quatschen erstmal ein Röntchen. Naja. Man kann ja auch nicht immer einfach nur brav in der Gruppe laufen, ne? Think this is all of the Earth in Historia? But we're still missing something crucial. How did Heldulf end up that way? Well, we know all too well what hardship he's been through. Whoa there, Sheps. Don't tell me you're sympathizing with him. Is it sympathy? I can't even tell. Sheesh, Lila, this is cruel. I liked it better when he was a faceless bad guy. You can chop those to bits guilt-free. I'm sorry. But really, though, it's tough. How are we supposed to figure out the right thing to do? Well, is Lila even telling Saray to find the right answer? Or... Oh! Zavid! Dang, sorry. So now what? Just standing around talking like this isn't gonna solve anything. Let's go back to see Maven. Right. He's probably organized his thoughts by now anyway. Oh yeah. I think I'm vaguely starting to get it. There's some connection between Heldulf and the shepherd who came before me. I see. So Lila avoided speaking about it directly by asking Maven the storyteller to help her out. Ouch! Damn it, that's not what you use an umbrella for! You have no idea how the mind of a lady works. Ouch! That hurts! Dang, what an ice queen. Ouch! Dang! She's not playing around! Thanks, Zavid. We needed someone to break the tension. Oh-ho. I think our Rose might be in love. Don't get your hopes up.
Ach, Savit. Ja. Ja. Ich habe übrigens in der letzten Aufnahme wieder vergessen, die ganzen Skits zu gucken. Das habe ich auch jetzt wieder vergessen. Ich glaube, das werden wir dann nachher noch nachholen. Wobei, ich kann nicht gerade mal auf die Uhr gucken, sind wir eigentlich kommen doch. Let's hurry to Logrin. I'm sure the old man will be waiting for us there. Quite rare that we're ever in the same place that Maven is. For sure. I mean, he's an explorer and all. Is there any real reason why, though? You really need to ask? I guess there's no point in worrying about it. Yep. Like they say, fear is often greater than something something. Greater than danger, you mean? Something something. Okay, aber ich denke mal, mit diesen Erkenntnissen beende ich die Folge an dieser Stelle. Wir sehen uns dann in der nächsten hoffentlich wieder, wenn ihr denn noch Lust habt. Und ja, ich verabschiede mich an dieser Stelle. Wünsche noch einen schönen Tag oder eine gute Nacht. Oder was weiß ich, wann auch immer ihr das schaut. Und wir sehen uns. Tschüss.